war mal vor langer Zeit in einem weit entfernten Land, da traf ich einen jungen, hübschen Schneckenkönig. So könnte vielleicht ein Märchen vom Schneckenkönig beginnen. Ich bin aber Zoologin, wie wir bereits gehört haben, genauer gesagt Evolutionsbiologin, und beschäftige mich intensiv mit Schnecken. Ja, dem einen oder anderen mag nun vielleicht ein kalter Schauer über den Rücken laufen, insbesondere den Gärtnern unter uns, aber ich möchte Ihnen heute Abend zeigen, dass es Schnecken gibt, die sehr hübsch und sehr nett sein können und nicht so wie diese wirklich grausliche rote Nacktschnecke in Ihrem Garten. Und dazu habe ich Ihnen etwas mitgebracht und es wird tatsächlich etwas märchenhaft, denn ich halte hier den Schneckenkönig in der Hand. Tatsächlich ist das hier der König der Tiere, der Schneckenkönig. Warum? Nun sehen Sie sich diese Schnecke genau an, mit der Spitze nach oben und der Mündung zu Ihnen. So sehen Sie, dass diese Mündung auf der linken Seite liegt. Und solche links gewundenen Schnecken sind in der Natur extrem selten und haben daher diesen Adelstitel verliehen bekommen. Im Vergleich dazu habe ich Ihnen genau dieselbe Schneckenart noch einmal mitgebracht, jedoch ein rechtsgewundenes Exemplar. Und davon gibt es viele weitere Exemplare, weshalb diese nicht adelig ist. Mit Schneckenkönigen verbringe ich aber lieber meine Freizeit. In meiner Arbeit hingegen beschäftige ich mich mit einheimischen Landschnecken, zur sogenannten Schließmundschnecken. Und auch hier habe ich Ihnen ein Exemplar mitgebracht. Ja, ich glaube, Sie können es etwas schlecht sehen. Und da habe ich Ihnen hier ein stark vergrößertes Bild abgedruckt. Wie Sie nun vielleicht schon gesehen haben, liegt auch bei dieser Schnecke die Mündung auf der linken Seite. Dies ist aber die einzige Schneckengruppe, bei der das nicht die Ausnahme, sondern die Regel darstellt. Und daher nenne ich sie liebevoll Schneckenköniginnen. So einen Spitznamen hat diese Schneckenart auch dringend notwendig. In ihrer wissenschaftlichen Bezeichnung werden sie nämlich als Clausilia dubia gerufen, was so viel bedeutet wie dubiose oder zweifelhafte Schließmundschnecke. Was mich an dieser Schnecke nun interessiert, sind die zahlreichen Unterarten, die von ihr beschrieben sind. Und das sind alleine im niederösterreichischen Voralpengebiet 16 Stück, was für so eine kleine Schnecke doch sehr viel ist. Jede dieser Unterarten hat wiederum von ihrem allerersten Entdecker einen neuen Namen verliehen bekommen. Und auch bei diesen Namen lässt sich so ein gewisser Unmut dieser Autoren gegenüber dieser doch eigentlich recht hübschen Schnecke erkennen. Und so heißt sie zum Beispiel Clausilia dubia speciosa, obsoleta oder gar schlechtii. Doch all diese demotivierenden Namen haben mich nicht davon abgehalten, mir diese Schnecke näher anzusehen und herauszufinden, ob es sich tatsächlich um Unterarten handelt oder nicht. Doch schon bald konnte ich den Unmut meiner Vorgänger verstehen. Denn eine Bestimmung dieser Schnecke nur anhand der äußeren Gehäusemerkmale ist extrem schwierig. Nun verzweifle ich aber nicht, sondern bediene mich ganz einfach der genetischen Information, die in diesen Tieren steckt, und betreibe molekulare Systematik. Die molekulare Systematik ist eine moderne Wissenschaft, bei der kurze DNA-Abschnitte mehrerer Lebewesen miteinander verglichen werden und am Ende in einem phylogenetischen Stammbaum dargestellt werden. In meinem Fall sammle ich dazu Schnecken an mehreren Standorten in Niederösterreich und Wien und isoliere aus dem Gewebe der Tiere meinen gewünschten DNA-Abschnitt. Nun ist die DNA ein langes Molekül, das sich aus mehreren Bausteinen zusammensetzt, die sich im Wesentlichen nur durch die jeweils angehängte Base unterscheiden. Und da gibt es vier Basen, die lauten Adenin, Cytosin, Thymin und Guanin. Und diese werden abgekürzt mit ihren vier Anfangsbuchstaben, also A, T, C und G. Schreibe ich nun meine DNA-Sequenz an, so sieht das wie folgt aus. Diese Buchstaben reihen sich in einer langen Kette aneinander. Wie komme ich aber nun von diesen Buchstaben auf einen Stammbaum? Nun, sagen wir, dass diese erste Sequenz zu solch einer herkömmlichen Weinbergschnecke gehört, welche ich daher vorerst ganz unten in meinem Stammbaum befestigen möchte. An einem anderen Standort habe ich nun diese Schnecke gefunden, welche rote Punkte aufweist. Vergleichen wir nun diese zwei Sequenzen der Schnecken miteinander, so sehen Sie, sie stimmen nicht vollständig überein. Es kam zu sogenannten Mutationen, also einem Austausch der Basen. Und daher landet diese Schnecke auf dem weiter oben gelegenen Ast im Baum. Ähnlich verhält es sich mit dieser hübschen Schnecke mit hellgrünen Streifen, die ich gefunden habe. Ein Blick auf die Sequenzen zeigt uns auch hier wieder, sie unterscheidet sich noch deutlicher von den anderen und liegt daher noch weiter oben im Baum.
Interessant wird aber allerdings nun diese Schnecke mit dunkelgrünen Streifen. Sie ist also der vorangegangenen Schnecke extrem ähnlich. Vergleichen wir diese Sequenzen der zwei grünen Schnecken miteinander, so sehen Sie, sie stimmen beinahe überein. Nur eine einzige Base unterscheidet sich. Daher liegt diese Schnecke auf diesem Ast hier, der sehr nahe der zuvor beschriebenen hellgrün gestreiften Schnecke liegt. Alle weiteren Schnecken, die ich so gefunden habe, unterscheiden sich wieder sehr deutlich voneinander und nehmen so nacheinander ihre Plätze im Stammbaum ein, bis alle ihren Platz gefunden haben und der Stammbaum vollständig ist. Nun haben wir einen wunderbaren Stammbaum kreiert, aus dem ich nun die Verwandtschaftsverhältnisse der Schnecken zueinander ablesen kann. In diesem Fall zum Beispiel würde ich behaupten, dass alle Schnecken mit unterschiedlicher Farbe eine eigene Art repräsentieren und nur im Falle der hell- und dunkelgrün gestreiften Schnecke von einer Unterart zu sprechen. Soweit die Theorie. In der Praxis ist es wie so oft im Leben nicht ganz so einfach und meine Schnecken zeigen sich nicht so folgsam wie diese Weinbergschnecken hier. Und daher bleiben auch diese Schnecken für mich vorerst dubiose Schneckenköniginnen.